Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam für die Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele in Deutschland. So der Titel des Antrags von CDU, SPD, Grünen und FDP, den vermeintlich ach so demokratischen Fraktionen hier im Landtag Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam mit wem? Die Antwort dürfte klar sein. Gemeint sind nicht die Menschen da draußen, die ihre Träumereien mit Steuergeldern finanzieren sollen. Wohl wissend um die Olympiaskepsis der meisten Bürger, werden die auch erst gar nicht gefragt. Den Milliarden für Sportevente auszugeben, während Brücken, Straßen und Schulen zerfallen, kommt bei den allerwenigsten gut an. Die jüngsten Bilder aus Paris haben die Skepsis noch vergrößert. Eine Eröffnungsfeier, bei der es mehr darum ging, Perversionen auszuleben, statt das Gemeinsame zwischen den Sportnationen zu betonen. Ein Eröffnungsevent, bei dem auch das übliche Woke allerlei nicht fehlen durfte. Drag Queens, nackte Sänger und eine adipöse LGBTQ-Aktivistin, die mit ihrer gotteslästerlichen Darstellung von Jesus Christus Millionen Gläubige weltweit in Schock versetzte. Respekt vor dem Christentum? Fehlanzeige. Daran ist nichts gemeinsam, meine Damen und Herren, im Besonderen von der christlichen Union. Das ist Spaltung. Mit der vielbeschworenen Fairness war das aber auch so eine Sache. Aus Frauenboxen wurden Männer, die Frauenboxen. Nicht zu vergessen, dass einige Olympioniken sich weigerten, israelischen Athleten die Hand zu geben. Ein Judoka aus Tadschikistan brüllte sogar Alu Akbar und zeigte den Tauhidfinger. Es ist schon sehr bezeichnend, dass sie alle gemeinsam jetzt ausgerechnet die Schande von Paris als Blaupause für Deutschland anpreisen. Nicht falsch verstehen, Olympische Spiele sind das größte und bis auf wenige Ausnahmen in der jüngsten Vergangenheit auch eines der großartigsten Sportereignisse der Welt. Und natürlich löst ein Event auch Begeisterung aus. Das ist angesichts von Inflation und Kriegsrhetorik auch keine Überraschung. Brot und Spiele können Ängste und Nöte vergessen machen. Es ist bedauerlich, dass dabei die olympischen Werte wie Frieden, Völkerverständigung, sportliche Fairness und Teamgeist in Vergessenheit geraten. Was heute immer mehr zählt, ist die sportliche Höchstleistung und im Besonderen das Milliardengeschäft für das Internationale Olympische Komitee. Gemeinsam heißt hier gemeinsame Sache machen mit Sportfunktionären vom Deutschen Olympischen Sportbund, dem Internationalen Olympischen Komitee, mit Sponsoren und Beraterfirmen. Denn die allerwenigsten wissen, auch eine gescheiterte Olympiabewerbung bringt Geld, viel Geld. Der von zwei SPD-Lern, Thomas Weigert und Thorsten Burmester, geführte Deutsche Olympische Sportbund hat mit Pro Projekt eine Beraterfirma, die die Olympiabewerbung begleitet. Pro Projekt war federführend bei der Erstellung der nationalen Strategie Sportgroßveranstaltung, die 2021 für eine Millionensumme aus Steuermitteln zusammengeschustert wurde. Pro Projekt werkelte an fast allen gescheiterten deutschen Olympiabewerbungen der letzten Jahrzehnte. Es gibt bis heute keine unabhängige Analyse der Gründe für diese Pleiten, von der Intransparenz und der Verschwendung von Steuermitteln ganz zu schweigen. Die gescheiterte Olympiabewerbung von NRW im Februar 2021 hat deutlich gemacht, wie intransparent das Bewerbungsverfahren ist. Mit der angeblichen Privatinitiative des Lobbyisten Michael Mons ist NRW damals ordentlich auf die Nase gefallen. 3,5 Jahre später haben sie das scheinbar vergessen. Alle gemeinsam. Trotz alledem pilgern DOSB, LSB-Funktionäre und Sportpolitiker aller Couleur zum Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, und malen ein rosarotes olympisches Bild. Das erste Problem dabei, der Deutsche Olympische Sportbund hat noch kein fertiges Konzept und noch weniger eine offizielle Bewerbung auf den Weg gebracht. Problem Nummer zwei, als sie diesen Antrag geschrieben haben, gab es noch die Ampelkoalition. Die ist nun Gottlob Geschichte. Solange unklar ist, wer die nächste Bundesregierung bildet, kann der Bund dem IOC aber keine Finanzierungszusage geben. Die 10 Milliarden Euro für ein zweiwöchiges Sportfest muss man sich eben leisten können. Geld, das Deutschland aufgrund ihrer desaströsen Wirtschaftspolitik nicht hat. Wir halten fest, es gibt keine Bewerbung, kein Konzept, keine Finanzierung aus Berlin und die Menschen in NRW haben Sie auch nicht gefragt. Ihr Antrag ist somit hinfällig. Sie hätten wenigstens die Größe haben können, ihn zurückzuziehen.
Vielen Dank.